Sie sind heute in meiner Heimatstadt Bad Bevensen und wir feiern heute die 81 besten Auszubildenden aus dem IHK-Bezirk Lüneburg-Wolfsburg. Und ich muss ehrlich sagen, das ist eine wunderschöne Veranstaltung gewesen und die strahlenden Gesichter der Auszubildenden zu sehen, wenn sie denn auf die Bühne kommen und geehrt werden, ist eigentlich das Highlight des ganzen Abends. Da geht einem das Herz auf als Vater und auch als Inhaber eines Ausbildungsbetriebs. Also ich wünsche denen von ganzem Herzen, dass sie mit den Ergebnissen der Ausbildung nachher in der Lage sind, einen Lebensweg zu gehen, der sie selbst befriedigt und der sie eigentlich zu den glücklichen Menschen macht, die wir hier in unserer Gesellschaft brauchen. Also man sollte Spaß an dem Beruf haben, den man lernt. Das ist ganz wichtig. Dann fällt auch das Lernen leicht. Ich habe Kraftfahrzeugmechatroniker gelernt. Also ich studiere jetzt, mache einen Studiengang, der heißt Fahrzeugmechatronik und Informatik. Also passt sehr gut zur Ausbildung. Also ja, ich esse immer noch sehr gerne Süßigkeiten. Und wir stellen in der Firma selber Nougat her. Und das esse ich sehr oft und sehr gerne. Und dann habe ich von diesem Ausbildungsberuf erfahren, Süßwarentechnologie. Und dachte, okay, das mache ich halt einfach. Ja, total cool, weil ich da natürlich irgendwie von vornherein gar nicht mit gerechnet habe. Ich dachte, ich mache diese Ausbildung, guck mal, wie es läuft und dass es so gut lief. Super.